Norbert Werner-Rüssel, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreis Karlsruhe. Gegen 13.32 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Walzbachtal zu einem Brandeinsatz gerufen. Verdächtiger Rauch aus Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Reihenhaus total verraucht. Brandursache war ein Brand in der Küche des Hauses. Leider war zu diesem Zeitpunkt das ganze Haus schon voll verraucht, sodass die Familie sich für die nächste Zeit einen anderen Wohnungsmittelpunkt suchen muss, bis das Haus wieder renoviert ist. Von den Feuerwehren sind im Moment 37 Einsatzkräfte aus Walzbachtal und Weingarten im Einsatz. Vom DRK sind insgesamt acht Einsatzkräfte vor Ort. Es sind keine Personen verletzt worden. Es war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auch niemand im Raum. Что мы сделали?